Happy Welcome, ich bin's wieder, euer Pasco Karten. Wir sind heute am Start mit der 50. Themenbettenfolge und haben deswegen ein ganz besonderes Motto mit am Start, nämlich Shin Pokémon. Shin Pokémon, die Pokémon-Parodie aus dem South Park-Universum. Fans der Serie werden die Folge kennen und sich eventuell auch freuen. Leute, die die Folge nicht kennen und auch allgemein sich nicht so mit South Park anfreunden können, kann ich die Folge trotzdem nur empfehlen. Eine sehr coole Folge, die mich halt auch auf dieses Team gebracht hat, die mich inspiriert hat. Und ja, deswegen haben wir mit am Start Shellock als Stigmata, Pixie als Vamporgo, Mauzi als Furrycat, Blitzer als Wassersnarf, Panzeron als Wooster und Penguin. Ja. Plinfa als Penguin. Lang genug geschnackt, starten wir direkt in den Kampf und gucken wir mal, was wir mit dem Team so anfangen können. Die Shin-Pokémon-Folge, wirklich eine meiner absoluten Lieblingsfolgen. Ich habe mich jedes Mal scheckig gelacht, wenn ich es gesehen habe. So, wir starten gegen Magbrand, Victini, Zeraora, Keldeo, Caputoro und Branavat. Somit liegen wir. Ich würde sagen, wir liegen mit Furrycat. Denn Furrycat hat die Abgangstirade mit dabei. Der eigentliche Lied soll Penguin sein, aber wir geben Furrycat einfach mal die Chance. Let's go! Vampogo haben wir mit dabei, obwohl es eigentlich aus der South Park Spielereihe ist, weil man einfach in der Serie jetzt nicht so viele Pokémon zusammenbekommen hat. Und ich hätte keine Lust, wieder Pikachu mitzunehmen, muss ich ehrlich sagen. Und über mir, genau da oben, seht ihr das beste Shin-Pokémon von allen, nämlich Shu! Ha, wir starten gegen Prince. Alles klar, ich würde sagen, wir gehen instant auf die Abgangstirade. Wenn das Ding nämlich einen Boilhelm immer noch trägt oder so, dann haben wir ein Problem. Weil wir nämlich den Fokus gut halten. Komm zurück für Weekend! So. Es ist Zeit für Penguin! Penguin hat ein richtig, richtig, richtig dummes Set, auf das ich richtig, richtig Bock habe, wenn ich ehrlich bin. Da kommen die Tarnsteine, das macht uns nichts. Unser Stigmata hat nämlich Turbodreher mit am Start. So, wir hauen jetzt erstmal den Rapu raus, damit er nicht abhauen kann. Da kommt die Dampfwalze, drückt die viel? Ja, sie drückt gar nichts. Das ist so gut. So. Jetzt wird es Zeit für, ich glaube, Tarnstein kloppen wir erstmal aus. Tarnsteine, dann Lehmschelle und dann ballern wir Siedewasser runter, bis die umfallen. So, da kommt der Appetit, der dürfte mehr drücken. Wir haben komplettes defensives Investment und wir haben den Emoliten mit dabei. Nice. Ich finde, meine Kartenmütze steht mir so, ne? Eines meiner Lieblingsoutfits zu Halloween jedes Jahr. Also nicht jedes Jahr, aber häufiger mal. So, das Wichtigste haben wir raus. Jetzt ballern wir Lehmschelle rein. Und guck mal, wie lange wir gegen Prinz überleben. Da kommt der Abschlag. Das ist blöd. Es triggert die Vergiftung. What the heck? Jetzt überleben wir nicht mehr so lange. Aber das ist okay. Das ist völlig fein für uns. Ich hatte ja gehofft, Penguin kann mehr reißen. Aber mit der Vergiftung wird das schwierig. Da, wir kloppen direkt Siedewasser raus, würde ich sagen. Siedewasser, go. Da kommt der Ablativ, der drückt immer noch nicht viel. Penguin dürfte relativ gut aufgehen. Was drückt das Siedewasser? Gar nicht mal so bad. Wenn wir die Verbrennung noch kriegen, wäre das sogar relativ geil. Ich habe das Team extra für dieses Motto wirklich zusammengestellt, deswegen auch die passende Spitzname mal wieder. Aber ja, ich habe nicht mehr alle Moves so wirklich auf dem Schirm, weil es halt einige Wochen her ist, weil ich das ganze Video immer mal wieder aufgeschoben habe. Deswegen. Oh, der Workout ist nicht vorbei! Und damit holt sich Penny in einen Kill. Nice gemacht auf jeden Fall. Bin ich stolz auf das Ding. Kann man nicht meckern.
Da kommt Sarah Auer. Und das wird Schaden machen. Das wird Schaden machen. Aber das ist auch okay. See the Buster Go, wir kommen eh nicht dazu, aber das ist okay. Das war's mit Penguin. Ah, du hast dich tapfer geschlagen, Bruder. So. Bin ich mal gespannt, was da jetzt kommt. Ich bin nämlich gespannt, was wir darauf reinbringen werden. Ob wir überhaupt was dagegen haben, ist immer die Frage, ne? Da kommt Heatwave. Heatwave mit Überreste, das ist so ätzend. So, Vampogo können wir nicht reinbringen. Faser Snuff auch nicht. Jetzt weiß ich auch, warum Branawat so wenig Schaden gemacht hat. Ich habe tatsächlich unsere Abgangstirade vergessen. Habe ich tatsächlich vergessen. Oh Mann. Nochmal Zeit für Furry Cat. Wir kloppen diesmal den Mogel hier raus. Und gehen dann eben auf die Abgangstirade. Wirklich noch Switchen haben wir gar nicht. Wow, der Mogli hat sich gebracht. Mogli ist aber auch ehrlich gesagt eher dazu da, um Fokusgurte zu negieren oder sowas in der Richtung. Ja, dann kloppen wir die Abgangstirade rauf. Abgangstirade go, schneller sind wir alle Male. Komplettes Investment in die Dings, in die Initiative. So, jetzt muss er eigentlich auswechseln. So. Deck Mata, go! Ihr seid mein Freundeskreis, durch dick und dünn, da gehen wir zusammen. Wir sind immer vier und schon gleich im Schlag. Tollen herum, genießen den Tag. Freunde, ja, Freunde sind wir. Nicht wundern, ich hab manchmal so Karten aus jetzt, ne? Bis jetzt konnte ich mir das vor der Kamera ganz gut verkneifen, aber wenn ich hier schon so sitze und schön Pokémon spiele, dann kann es sein, dass es halt einfach mal so durchkommt. So. Was wird er machen? Ich denke mal, er wird wechseln. Die Frage ist, in was wird er wechseln? Ich denke mal, sie wechselt in ihr Caputoro. Deswegen das Toxin. Und sie wechselt in Caputoro, ja? Woll! Und wir haben auch was, um das ganz gut abzufangen, nämlich Wooster. Wie sieht's aus? Habt ihr eigentlich mal die South Park Shin Pokémon Folge gesehen? Wenn ja, schreibt's gerne mal in die Kommentare und vor allem, was ihr davon habt. Denn ich habe gerade so viele Szenen aus dieser Folge im Kopf, die ich einfach nicht rauskloppen möchte, weil ich nicht weiß, ob die Leute mich dann für verrückt halten oder es verstehen. Es wird Zeit für Rooster. Ich schätze mich ganz stark, dass da jetzt ein Holzgeweih kommen wird. Und dieses Rooster ist ein absolutes Biest, denn dieses Rooster hat ein richtig dummes Set. Ich weiß nicht, ob es aufgehen wird, aber wenn es aufgeht, geht es durch. Dann geht es richtig durch. Genau. Wir spielen nämlich Bruchrüstung und Fluch. Man kann sich natürlich fragen, warum Bruchrüstung und Fluch. Bruchrüstung reduziert die Verteidigung und erhöht dafür die Initiative um eine Stufe. Fluch erhöht den Angriff und die Verteidigung um eine Stufe und reduziert dafür die Initiative um eine Stufe. Macht ja nicht viel Sinn. Es sei denn, man hat Z-Ruheort mit dabei, denn Z-Ruheort negiert die negativen Veränderungen. Das heißt, dieser Verteidigungsminus von Bruchrüstung, den verlieren wir und den Initiative-Bonus von Fluch, den werden wir dann verlieren. Das heißt, wir sind dann auf Plus in allen Werten. Und das könnte relativ geil werden. Könnte. So, jetzt sind wir Verteidigung wieder auf 0. Jetzt kommt die Steinkante, die trifft. Die wird auch Schaden machen. Aber die Bruchrüstung triggert wieder. Das kann jetzt so unendlich ätzend für sie werden. So, ich würde sagen, einmal drücken wir auf jeden Fall noch Fluch.
Und dann dürften wir auch auf einer Range sein, also dann dürften wir auch auf jeden Fall einen Boost haben in Angriffsgeschwindigkeit und Verteidigung, mit dem wir ganz gut durchgehen. Wir sind jetzt nämlich schon schneller. Es ist so lustig. Waren wir vorher schon schneller? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, welche EV ich drauf spiele. Und so weiter. Wie gesagt, dass sich das Team zusammengestellt hat, ist schon ein bisschen her. So. Das Gute ist, sie kann auch nicht unendlich lange drin bleiben. Denn das Gift triggert ordentlich. So, wir gehen auf den Z-Ruhrort. Und jetzt an dem Punkt wird es dann halt richtig lustig. So, sie geht raus. Das ist okay. Wir nutzen den Zeitpunkt, um uns so ein bisschen hochzuhalten. Und damit wir das Minus auch von Initiative und von der Verteidigung wieder kriegen. Das ist nice. Ich weiß nicht, ob wir schneller sind als unser Auer. Ich glaube es nicht. Da kommt der Druid. Und das Gras hat es, das ist ganz cool. So. Und oh shit. Wir haben keinen Angriff, der effektiv gegen Sarah. Wir gehen auf den Eisenschild, der kann flinchen. Wir sind schneller. Kriegen wir den Flinch? Schade, kriegen wir nicht. Aber Plasmaphäuste dürfte nicht reichen. Dürfte nicht reichen. Effektiv hin oder her. Nicht, Leute, ich gehe nach Hause. Wie geil. Ja. Hammer. Oh shit. Wie knapp wir das einfach mal überlebt haben. Oh man. Oh man. Das feiere ich gerade so ein bisschen. Ja, da gibt es jetzt nicht mehr viel zu feiern. Wollen wir uns das Ding noch aufheben? Sinn macht es nicht. Der Gag ist raus. Wir kriegen die negativen Statushandlungen nicht wieder neutralisiert. Wir gehen auf den Eisenschädel, hoffen auf den Flinch, der nicht kommt. Mach's gut, Rooster. Du hast dich tapfer geschlagen. Schade mit dir. Aber die Idee war lustig. Da hatte ich immer mal Bock, das so zu spielen. Naja, so. Ist jetzt die Frage. Steckmata oder Fersersnar? Wohin gehen wir? Vampon ist auch noch ein lustiges Set, aber dafür müssen wir erstmal einen Magma-Panzer rausfliegen, denn eine Lichtkanone dürfte reichen, um uns ordentlich wegzubrettern. Auf in Fury Kit. Und nochmal direkt, aber diesmal die Abgangstirade raushauen, denn die Überreste, sag schon. Die Überreste regenerieren halt mehr, als wir mit Mobileep an sich an Schaden machen. Deswegen lohnt sich Mobileep nicht. Wir gehen direkt raus. Und erst ist Zeit für Stagmata. In der Hoffnung, dass wir mit dem Sieg der Wasser einen guten Schaden machen. Und dann könnten wir mit Fersersnarf durch die Decke gehen. Wenn Fersersnarf spielt Verhöhner. Interesting. Das könnte man ein Problem kriegen. Fersersnarf spielt ein lustiges Set. Wir haben den Delegator mit dabei und eine Beere. Ich komme jetzt gar nicht auf den Namen. Und zwar die Beere, mit der man eben diesen Spezialangriff erhöht. Wenn man unter einer bestimmten Range ist. Wir könnten jetzt auswechseln.
wo wir nur Siedewasser drücken können und der wahrscheinlich schneller sein wird. Wir können aber auch drin bleiben. Ich würde sagen, wir bleiben drin. Macht irgendwie am meisten Sinn gerade. Bin gespannt, was wir sie auch machen. Ne? Ist jetzt auf minus 1 in beiden, minus 1 in beiden Werten. Wir haben den Lavasturm gesehen, wir haben den Verhöhner gesehen. Erdkräfte und Lichtkanone wird noch so mit dabei sein. Bin ich gespannt. Wir wechseln aus auf Matt Hooked. Der Hut steht dem gut. Ah, gut, immerhin kriegen wir ein bisschen Chip drauf. Ich meine, Rekt ist sowieso wieder weg. Ah, meine Güte. Warte mal. Ist das vielleicht der Zeitpunkt, um in Vamporgo zu gehen? Und die Bauchtrommel rauszuholen? Ich denke nämlich schon. Wobei, ich würde erstmal noch gerne Fury Cat wechseln. Um dann mit der Abgangstirade rauszugehen, falls wir jetzt nicht sterben. Also wenn wir jetzt sterben, können wir jetzt safe mit in Vampogo rausgehen. Und da kommt die Steinkante, die trifft und sie killt natürlich. Bye bye, mein Freund. Schade. Aber jetzt können wir jetzt safe in Vampogo gehen. Dürfen relativ safe nehmen, die Bauchtrommel rauskriegen. Und dann haben wir eigentlich auch keine Probleme mehr gegen Heatwin. Denn der Ableithieb wird schon dicken Schaden machen. Auf jeden Fall. So. Ja, Bauchtrommel go, würde ich sagen. Da haben wir nichts zu verlieren. Da kommt das Holzgeweih. Ahi. Scheiße. Ah, Kurve, das ist nicht gut. Aber kein Problem. Wir können uns gegenhalten. Sie kann jetzt auch nicht auswechseln, weil sie dann befürchten muss, dass wir die Bauchtrommel for free rauskriegen. Da kommt das Holzgeweih, macht natürlich wieder harten Schaden. War das jetzt eine Hyro? Ich kann es mir echt nicht erklären. Puh. Nein, nichts, böse nichts! Ah, das nervt mich. Ich will die Bauchtrommel rauskriegen. Ah. Wir haben jetzt auch so gut Schaden gefressen. Was hast du noch? Wir könnten Kaputore direkt rausnehmen. Wir könnten sie aber Heatwin einwechseln. Und ich weiß nicht, ob wir schneller sind. Wir haben auch nichts, was wir jetzt in dieses Holzgeweih reinwerfen können. Ah! Mondschein, go! Mondschein, go. Wir müssen jetzt auf einem Mini-Wall hoffen. Und da kam eine, das ist gut. Das ist gut. Das Ding ist auch, sie kann jetzt nicht unendlich lange drin bleiben, weil das Gift sie irgendwann komplett runter triggert. Na, jetzt nochmal die Überreste drauf. Jetzt sieht schon wieder nett aus. So, ist jetzt die Frage, bleibt sie jetzt drin oder wechselt sie aus? Ich kann mir nicht vorstellen, dass aufgrund dessen, dass das Gras halt draußen ist, dass sie halt auswechselt. Einfach, weil das Holzgeweih jetzt natürlich weniger Schaden macht. Wir gehen allerdings auf Nummer sicher, drücken nochmal den Mondschein. Sie bleibt tatsächlich drin, Holzgeweih dürfte jetzt nicht viel drücken und das weiß sie. Jetzt könnten wir Glück haben.
Ja. Jetzt müssten wir trotz Holzgewalt die Bauchtrommel rauskriegen und das wird dann eben problematisch für sie. So, ist jetzt die Frage. Wir können jetzt auf Bauchtrommel gehen, weil wir mit allem drum und dran halt definitiv überleben werden. Sie kann sich das aber auch denken, nehme ich an. So, wie viel Initiative haben wir? Reicht es, um meinen Heatrun? Das reicht niemals, um meinen Heatrun zu ausüben. Das heißt, ich denke mal stark, dass sie auswechseln wird. Da wäre Heatrun jetzt der Play, weil sie jetzt auch nicht damit rechnen, nicht unbedingt damit rechnen muss, dass sie den Uplight-Heat am Start haben. Ich denke mal stark, sie wird auswechseln in Heatrun, deswegen drücken wir den Uplight-Heat, Ladies and Gentlemen. Und da kommt Heatrun! Nice! Der Uplight-Heat kommt, der Uplight-Heat trifft natürlich und... Ja, der Uplight-Heat macht einfach mal keinen Schaden, gut. Ja. Ha, ist das ein bisschen doof. Wir wechseln aus und Stack Martha. Wir müssen uns jetzt ganz schnell was überlegen. Ich weiß nämlich nicht, wie wir an Heatwind vorbeikommen sollen. Stack Martha, go! Gotta buy him all, Sheen Pop, come on. Da kommt ihr nicht Kanone. Die tanken. Der zweite werden wir nicht. Crit, Kurva. Böses Heatwind. Gefällt mir gar nicht. Jetzt wird es langsam tricky. Siede, Wasser, go. Da kommt der Verhöhner. Willy. Was rechnet sie, was wir noch so dabei haben könnten? Das ist die Frage. So. Hat sie jetzt die Möglichkeit auszuwechseln? Wäre das jetzt so der Play für sie auszuwechseln? Das ist jetzt die Frage. Sie hat noch Keldeo, Vicini und Caputoro. Was haben wir noch? Wir haben noch nichts, was da irgendwie reicht. Mein Gott, wieder Wasser go, wir bleiben drin. Wir ziehen das durch bis zum bitteren Ende. Da kommt der Lavasturm wird dann auch killen. Der Lavasturm killt nicht. Nein! Siegende Wasser killt aber auch nicht. Stagmata, du Biest! Fast geschafft, schade. So. Feather Snuff Go, jetzt kommt es drauf an. Mal sehen, ob wir jetzt durch die Decke gehen. Wir gehen natürlich instant auf den Donnerblitz. Wir haben nichts zu verlieren. Donnerblitz Go, wir sind schneller als alles, was sie da noch mit am Start hat, außer es sei denn, ihr komisches, sondern sie hat irgendeinen Warschall-User mit am Start, denn halt nicht, aber ansonsten sind wir das. Da kommt mit Hut, alles klar. Wir nutzen jetzt auf jeden Fall den Moment, um einen Delegator aufzusetzen. Das Feld ist jetzt gerade so ein bisschen kontraproduktiv. Ich wollte nämlich den Delegat aussetzen, bis die Beere triggert, damit wir unseren Spezialangriff erhöhen und... Ich will jetzt aber auch nicht warten, bis das Gift Caputoro runter triggert. Ich will Caputoro selber raus aus diesem Universum prügeln. Kraftreserve Go, die ist tatsächlich effektiv. Ich habe gar keinen Schimmer mehr, was für ein Typ diese Kraftreserve wirklich ist. Von welchem Typ diese Kraftreserve ist. Von einem Typ, der nicht viel Schaden macht.
Ich glaube, bei einer müssen wir echt noch leider den Delegator aussetzen. Damit das Gift sie runtertriggert, denn da kommen wir jetzt wieder nicht durch. Da kommen wir jetzt mit den... Oder? Wir müssen jetzt herspielen, wir müssen auf Delegator gehen, wir können es uns jetzt nicht erlauben, Versus-Nerf abzuwerfen. Ich glaube, ein Delegator dürfte dir noch schon reichen, um in die Tahalbeere-Range zu kommen. Und dann würde das Ganze auch schon wieder besser aussehen für uns. Der Delegator hört auf. Das ist so ätzend. Es tut mir auch voll leid, dass ich das gerade so hinziehe. Leute, Caput Toro mit Überreste. Unehre, herrlich. So, einmal setzen wir noch den Delegator auf, Freunde. Und dann geht Blitzer schon... Oh, Phasersnarf. Geht dann durch die Decke, ihr werdet sehen. Wir haben immer noch nicht die Beere getriggert. Aber wichtig ist, dass wir jetzt Caput Toro rausnehmen. Sieht auch so aus, als würde sie es droppen lassen wollen. Kriegen nochmal... die Heilung durch das Pflanzenfeld. Gott, ist das schwierig mit diesen Handschuhen irgendwie so eine Flasche zu halten, weil die einen halt direkt aus den Händen leitet. Ich muss jetzt nochmal den Delegator setzen. Ich glaube nämlich, dann kommen wir wirklich in die Bärenrange. Ja! Ja, und wir sind in der Range. Wir sind in der Range. Wir haben die Beere. Und jetzt kann Phasersnarf das komplette Spiel entscheiden. Optimal. Wir haben zwar keinen Delegator mit am Start, aber das ist okay. Jetzt kloppen wir auf jeden Fall Caput Toro raus. Da kannst du jetzt auch zweimal Überreste haben, das Gift in Kombination. Ja, das Gift alleine reicht das schon fast. So. Will ich den Donnerblitz drücken? Für den Fall, dass sie wechselt? Ich könnte mir vorstellen, dass sie jetzt nochmal wechselt, um das Pflanzenfeld nochmal rauszubekommen. Um halt, welches Pokémon war es? Um Keldeo so relativ fit zu kriegen. Und ein Donnerblitz müsste auch hier reichen. Wir gehen auf Nummer sicher, wir drücken den Donnerblitz, der dürfte auch gegen mit Hut reichen. Und sie wechselt aus! Ladies and Gentlemen, da kommt Victini. Und Victini frisst Tarnsteinschaden und den Donnerblitz. Der reicht. Der reicht nicht? Nein, Donnerblitz reicht nicht. Und ich glaube nicht, dass sie schneller sind. Ich glaube echt nicht, dass sie schneller sind. Wir sind schneller als Victini. Oh mein Gott. Das freut mich ganz anders. Lass uns mal richtig Liebe machen, nur dem Liegen echt Lust leuchten. Ich liebe die Lieder von Chefkoch, ne? Ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe, aber die Songs von Chefkoch sind mit Abstand die geilsten aus allen Serien, die ich kenne. Ich bin kein Freund von Animes, Cartoons oder allgemeinen Serien, in denen gesungen wird, aber wenn Chefkoch singt, dann hat das. Und es sieht ganz so aus, als würden wir das Ding noch gewinnen. Ah, dann hätte Victini noch keinen Wahlschall. Dann wird Keldeo den Wahlschall tragen. Wenn ein Wahlschall mit dabei ist. Und dann könnten wir auch schon wieder verloren haben. Aber meine Güte, wir werden es sehen. Und, Keldeo hat den Wahlschall. Phasersnarf. Bruder, du hast es fast geschafft. Und dann kurz vorm Ziel, Vampogo rippt das jetzt durch. Kein Problem. Das werden wir definitiv noch gehandelt kriegen irgendwie.
Moment mal, wenn sie Gewahrschalt ist, ist sie jetzt auf Mystu-Schwert gewahrschalt. Sie ist auf Mystu-Schwert gewahrschalt, geil. Es macht nicht viel Schaden, das heißt, wir kriegen definitiv die Bauchtrommel raus, die wir auch wirklich brauchen. Oh yeah, das heißt, wir drücken jetzt einmal die Bauchtrommel und dann dürfte es das auch wirklich endlich gewesen sein. Wow, Weaver. Was für ein Krampf. Na gut, wer weiß, was sie noch für andere Moves dabei hatte. Wenn sie jetzt zum Beispiel noch was dabei hatte wie Hydro-Pumpe, wäre das ein bisschen risky gewesen, das einzusetzen. Und oh. Wenn sie jetzt quittet, meine Damen und Herren, dann hat sie das Spiel gewonnen. Wenn sie jetzt quittet, ist es vorbei. Aber Vampogo wird das drehen, Vampogo macht das Ding jetzt hier. Nachdem Phasasnar fast alles in Alleingang gemacht hat, holt Vampogo uns diesen Sieg nach Hause. Da kommt das Mystoschwert, kein Crit. Oh mein Gott! Was für ein Lacker ich doch manchmal bin. Huh! Und damit reichen die KP, die wir haben, definitiv. Ich kriege nochmal das Pflanzenfeld, die Überreste. Und damit kann sie jetzt auch mit dem Mystoschwert kritten. Keldeo ist damit raus. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Mystoschwert kommt, Mystoschwert zieht ordentlich. Aber es reicht nicht. GG, Leute! Woo! Die Shin-Pokémon haben besiegt! Gesiegt. Oh yeah, wir haben die böse Macht besiegt. Und das oberste Ziel erreicht. Yeah! Woo! Das war mega, 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 mega knapp. Also, oh! Das war hart, jetzt mal ehrlich. Also, das war derbe eng. Ich finde es sehr schade, dass Rooster nicht durch die Decke gegangen ist, weil ich da echt Bock drauf hatte. Aber ich habe auch echt die Attacken, also die Typen der Attacken übersehen und habe echt übersehen, dass wir da Probleme mit Stahl-Pokémon kriegen werden. Mein Fehler. Aber geiles Team. Es hat übertrieben Spaß gemacht. Es freut mich extrem, dass Penguin einen Kill geholt hat. Furbycat hat richtig geil gehört, muss ich ehrlich sagen, die Abgangsgerate war extrem hilfreich. Stagmata kam jetzt nicht so zum Vorschein, wie ich fand, aber Phasasnarf und Vampogo haben dann noch alles gerettet. Leute, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Ich weiß, es dauert nicht mehr lange, bis Schwert und Schild rauskommt. Ich bin auch todesgehypt deswegen und hab da auch extrem Bock drauf. Deswegen werden jetzt aus der Reihe, glaube ich, noch ein paar Videos nur noch kommen. Es wird sich halt nicht mehr lohnen. Dann geht's aber in der nächsten Generation weiter. Und da werde ich mir auch noch so ein paar Sachen einfallen lassen. Also wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, lasst auf jeden Fall ein Abo da. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Macht ein bisschen Welle. Wir sehen uns definitiv nochmal wieder, bevor Schwert und Schild rauskommt. Und ansonsten, wir sehen uns das nächste Mal. Ihr wisst Bescheid.